Inside TV entsteht in Zusammenarbeit mit PC Action. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Kurzversion von Inside TV. Die komplette Show mit einer Länge von über 40 Minuten gibt's auf DVD, erhältlich im Abo mit PC Action. Also, viel Spaß! Im Action-Strategiespiel Evolver verschlägt es den Spieler als Genjäger auf einen mit Aliens verseuchten Planeten. Die widerspenstigen Parasiten müssen samt den von ihnen befallenen Wirtskörpern vernichtet werden. Da der Titel die GeForce 256-Technologie unterstützt, darf man sich auf spektakuläre Grafikeffekte freuen. Morphing-Szenen und packende Zwischensequenzen sind vielversprechend. Erscheinen wird der Genre-Mix im Frühjahr. Die Fortsetzung der Kult-Handelssimulation Der Patrizier soll nach Angaben des Entwicklerteams Ascaron im zweiten Quartal erscheinen. Mit einer enormen Spieltiefe dürfte der Titel die Gewässer von Anno 1602 unsicher machen. Das Spiel wird in Echtzeit sein, während Patrizier 1 rundenbasiert war. Und wir haben auch im Bereich Grafik natürlich viel mehr Möglichkeiten, viel höhere Auflösung, viel mehr Farben. Das Europa des späten Mittelalters mitsamt Schiffen, Städten, Seewegen und Waren wird realistisch simuliert. Toll sind die filigran gerenderten Gebäude und die aufwendig und sehr detailgetreu gestalteten Patrizier. Pünktlich zum Formel-1-Start im März will EA Sports seine Rennsimulation F1 2000 veröffentlichen. Das Spiel schmückt sich mit der offiziellen Lizenz zur neuen Saison. Alle Kurse, Fahrer und Teams werden im Spiel zu finden sein. EAs Formel-1-Debüt soll sich sowohl an Simulationsfreaks wie auch an arcade-orientierte Neueinsteiger richten. Erstmals wird auch der Boxenfunk simuliert. Die künstliche Intelligenz der Fahrer soll dank integrierter Charakterprofile der Piloten sehr individuell ausfallen. Bis zu 22 Spieler dürfen im Netzwerk auf die Jagd nach Bestzeiten gehen. Sie möchten beim Zocken Fernseh schauen? Bei GameSquads neuem Action-Adventure Devil Inside ist das kein Problem. Die gesamte Handlung ist eine Reality-TV-Show im Hollywood der Zukunft. Der Held muss sich durch zahlreiche düstere Schauplätze kämpfen. Im Schlepptau hat er stets einen Kameramann, der das Geschehen für eine Fernsehshow live festhält. Beide werden von abgedrehten Monstern bedroht. Insgesamt gibt es 40 unterschiedliche Genretypen und über 10 verschiedene spektakuläre Waffen. Spielanteile 60% Action, 40% Rätsel. Entwickelt wird der Titel von Alone in the Dark 3-Macher Hubert Chadeau. Die Veröffentlichung ist für März geplant. Nicht ganz so düster, wie man ihn sich vielleicht vorstellen mag, ist der Firmensitz von Nihilistic Software in Novato bei San Francisco. In einem nüchternen Großraumbüro sitzt das kleine Entwicklerteam zusammen und arbeitet an einem der aufregendsten Spieleprojekte der letzten Zeit. Vampire The Masquerade wird sicherlich eine Menge frisches Blut ins Rollenspielgenre bringen. Schon beim Betreten der Nihilistic-Büros ist es unübersehbar. Einen Hang zum Bizarren und Makabren können die Vampire-Entwickler nicht verleugnen. Kein Arbeitsplatz, der nicht mit einem Heer aberwitziger Actionfiguren geschmückt ist. Nicht ohne Stolz präsentiert Entwicklungsleiter Ray Gresco die frühen Entwurfskizzen zu Vampire, die sämtliche Wände dieses Raumes in den Nihilistic-Büros schmücken. Den Spieler verschlägt es nach Prag, Wien, London und New York. Viele der Schauplätze wurden den realen Vorbildern nachgebildet. Das Benutzerinterface ist so einfach wie möglich gehalten. Wie in jedem traditionellen Rollenspiel gibt es in Vampire Läden, in denen man einkaufen und einige Habseligkeiten zu Geld machen kann. Per Drag and Drop platzieren sie die erworbenen Gegenstände in ihrem Inventar. In herkömmlichen Spielen bestehen Levels zum größten Teil aus ebenen Flächen mit Wänden und Türen oder dreidimensionalen Tunneln. Vampire hingegen hat richtige Treppen und Durchgänge mit Rundbögen.
Man taucht in die Spielwelt ein. Bei vielen Elementen kamen die Anregungen aus der 3D-Shooter-Community. So beispielsweise die Möglichkeit für den Spieler, die Levels oder Objekte zu manipulieren. Auch wenn man in der Vampire-Welt das Gefühl haben kann, sich in einem Ego-Shooter zu bewegen, hat Vampire nicht wirklich etwas mit diesem Genre zu tun. Man bewegt seinen Charakter beispielsweise mit Mausklicks über den Bildschirm, statt mit ihm herumzuspringen, auszuweichen etc. Im Grunde ging es bei der Entwicklung nur darum, unsere Erfahrungen mit 3D-Shootern anzuwenden, auf das Rollenspiel-Genre zu übertragen und eine passende Hintergrundgeschichte zu finden. Chef-Level-Designer Steve Tietze demonstrierte uns, wie komfortabel sich mit dem Vampire-Level-Editor die komplexesten Locations erstellen lassen. Das Programm basiert auf einem Editor von id Software und wird mit dem Spiel Vampire ausgeliefert. Der Fantasie der Vampire-Fans beim Erstellen eigener Chroniken sind somit kaum noch Grenzen gesetzt. Ebenfalls keine Grenzen kennt der Storyteller-Modus von Vampire. Er bietet eine völlig neue Spielerfahrung. Als Spielleiter hat man das Privileg, jedes Objekt im Spiel zu beherrschen, Erfahrungspunkte zu verwalten und die Spielumgebung zu beeinflussen. Stippvisite bei Activision in Santa Monica. Entwicklungsleiter Dr. Ian Lane Davis informierte uns, wie weit die Arbeiten am Echtzeitstrategietitel Star Trek Armada gediehen sind, das bereits im März auf den Markt kommen soll. Einer der schlimmsten Albträume der Föderation wird wahr: die Heimsuchung durch eine Invasion der kybernetischen Borg. Im Einzelspielermodus kann man im Dienste der Föderation als Klingone, Romulaner oder Borg antreten und bis zu 30 Schiffe gleichzeitig kommandieren. Wurmlöcher, Nebel und Asteroidenfelder gewinnen im Spiel ganz außerordentliche strategische Bedeutung. Ein Mehrspielermodus für bis zu 8 Mitspieler ermöglicht spannende Weltraumschlachten im Netz oder über das Internet. Auftritte der aus Star Trek Next Generation bekannten Schauspieler Patrick Stewart alias Captain Picard oder Michael Dorn alias Worf in den Zwischensequenzen sorgen für authentische Star Trek-Atmosphäre. Das sind die Pandemic Studios in Santa Monica, Kalifornien. Recht unscheinbar ist das Gebäude, in dem ein kleines Entwicklerteam unter der Leitung von Joe Schresnik und Craig Borat fieberhaft an der Fertigstellung des 3D-Echtzeitstrategietitels Dark Reign 2 arbeitet. Direktor Greg Borat nahm sich viel Zeit, um uns die Vorzüge von Dark Reign 2 gegenüber herkömmlichen 2D-Echtzeitstrategiespielen zu demonstrieren. Es steht jedem frei, Dark Reign 2 immer aus der Draufsicht zu spielen. Aber wenn man vertrauter mit dem Spiel wird, nutzt man vielleicht doch die freischwenkbare Kamera, um das Geschehen aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen. Wir haben versucht, das Kamerainterface so simpel wie möglich zu gestalten. So kann man beispielsweise die Einheiten aus nächster Nähe in Augenschein nehmen. Die Einheiten sind wirklich sehr detailliert. Und je weiter ich mich von ihnen entferne, desto geringer wird der Detailgrad. Auf diese Weise gelingt es uns, während der ganzen Zeit eine gleichbleibend hohe Framerate aufrechtzuerhalten. Das Interface ist vollkommen dynamisch und zeigt dem Spieler in jeder Situation, was er tun kann und was nicht. Es ist also nicht so, dass ein großer Teil des Bildschirms stets vom Interface in Anspruch genommen wird. Dark Reign 2 erlaubt den Einsatz von verschiedenen Wasserfahrzeugen und Langstreckenartillerie. Gerade mit letzterer lassen sich erstaunliche Überraschungseffekte beim Gegner erzielen. Natürlich haben wir das ganze Geschehen in einer hübschen 3D-Umgebung angesiedelt, aber trotzdem hat das Spiel alles, was unserer Meinung nach zu einem guten Echtzeit-Strategiespiel gehört: den Aufbau einer Basis,
einen ausgefeilten Technologiebaum, Land-, Luft- und Seekämpfe. Dazu gibt es ein wirklich raffiniertes Interface, mit dem man die ganze Welt unter Kontrolle hat. Zum Schluss zeigte uns Greg Borat noch einige Einheiten, mit denen man es im Spielverlauf zu tun bekommt. Ein schwer bewaffneter Banshee, ein Judas, ein Rumbler, eine der grundlegenden allgemein einsetzbaren Einheiten, ein Skulk, eine Art Heckenschütze, der über weite Distanzen operiert, Langstreckenartillerie, die Panzerabwehreinheit Scorpion und die Reparatureinheit Skaver, die auch als Minenleger fungiert. Pandemic will seine Einheiten bereits im März in Bewegung setzen. Command & Conquer und Co. dürfen sich schon mal auf einen harten Konkurrenten gefasst machen. Made in Sweden galt bislang in erster Linie für Holzmöbel. Doch das Herkunftslabel kennzeichnet auch das Echtzeitstrategiespiel Ground Control aus dem Hause Massive. Es ist eine Science-Fiction-Story. Der Spieler spielt einen von zwei Charakteren. Entweder in den ersten 15 Missionen Commander Sarah Parker von der Graven Corporation oder in den zweiten 15 Missionen ein Mitglied von Order of the New Dawn namens Jared Stone. Seine Trumpfkarte spielt der C&C3-Konkurrent eindeutig mit seiner starken 3D-Grafik aus. Unser Ziel war es, ein virtuelles Schlachtfeld zu entwickeln, das leicht überschaubar und gleichzeitig faszinierend ist. Wir haben versucht, die Einheiten sehr detailgenau darzustellen. Beim Heranzoomen erkennt man, dass es sich beispielsweise um einen Panzer handelt. Aus der Vogelperspektive erhält man einen strategischen Überblick. Rohstoffe sammeln? Basis aufbauen? Bei Ground Control wird darauf verzichtet. Stattdessen muss man sich um seine Einheiten kümmern, von denen es immerhin 13 verschiedene gibt. Ein umfangreiches Tutorial soll helfen, sich in den 6 verschiedenen Terrains leichter zurechtzufinden. Die Geländegegebenheiten sollten ausgenutzt werden. Wenn man auf einer Anhöhe steht, hat man einen besseren Überblick. Im Schatten kann man sich gut verstecken. Doch Vorsicht! Spuren im Sand können es dem Gegner ermöglichen, versteckte Einheiten ausfindig zu machen. Stichwort Multiplayer. Ground Control wird sowohl über das OneNet als auch wie herkömmliche 3D-Actionspiele über das Internet spielbar sein. Man kann aber auch problemlos selber eine Mehrspielerpartie starten, in die andere Spieler jederzeit einsteigen können. Komplizierte und langwierige Voreinstellungen vor dem Match entfallen. Das Massive-Werk unterscheidet sich insofern von herkömmlichen Echtzeit-Strategiespielen, als man auch im Mehrspielermodus Missionen wie in der Einzelspielerkampagne zu erfüllen hat. Im März wird sich zeigen, ob die Schweden mit ihrer Spielstrategie Erfolg haben oder ob man sein Geld doch lieber für schwedische Möbel ausgeben sollte. Allied structure destroyed.